Viele Artikel im Internet führen zu diesem Thema denselben Punkt auf. Diese beiden Pokémon tragen auffallende Ähnlichkeiten. Selbst ihr Gewicht ist beinahe identisch. Aber niemand scheint die entscheidende Frage zu stellen. Wie entsteht ein Gengar überhaupt? Die Antwort ist viel einfacher, als man denkt. Es gibt mehrere Umstände, unter denen ein Gengar entstehen kann. In jedem Fall sind sie mehr oder weniger ein lebhafter Schatten ihres glücklichen Gegenstücks. Ein Doppelgänger, um genau zu sein. Definieren kann man diesen Begriff wie folgt: Das paranormale Double einer lebenden Person, welches für gewöhnlich Übel oder Unglück mit sich bringt. Jeder der Fälle ist sich in einer Sache ähnlich, nämlich in der, dass ein Pixie seine Unschuld verliert und sein Schatten dadurch sein Eigenleben beginnt. Wird ein Gengar geboren, werden die Erinnerungen des Pixies, welche mit dem schrecklichen Ereignis zusammenhängen, gelöscht. Dieser Umstand bietet die Möglichkeit, dass ein Pixie in seinem Leben mehrere Gengar erschaffen kann, wenn es mehrere Tragödien überstehen muss. Gengar sind also ein Mittel, um Pixies Unschuld zu schützen. Dies ist der Hauptgrund, wieso noch nie jemand einem böswilligen Pixie begegnet ist. Der tragische Tod eines Trainers. Pixie sind sehr liebende Pokémon, was sie als Gefährten für jegliche Reisen beliebt macht. Mit so vielen reisenden Trainern, welche oft behaupten, für ihre Pokémon zu reisen, sind Tragödien vorprogrammiert. Einige gehen in der Wildnis der unbekannten Region verloren, andere erleiden lebensbedrohliche Unfälle. Wodurch auch immer, manche sterben. Ihre Pokémon hinterbleiben, sich selbst überlassen. Pixies unschuldiger Verstand kann mit einem solchen Verlust nicht umgehen. Ein Gengar wird geboren und das Pixie vergisst, dass es den Trainer je getroffen hat. Andere Umstände. Ein wildes Pixie hat einen solchen Bund selbstverständlich nicht. Es gibt jedoch viele andere Situationen, in denen ein Gengar geboren werden kann. Die meisten davon sind zwar weniger extrem, beinhalten jedoch trotzdem irgendeine Art von sehr negativen Vorfällen. Beispielsweise, wenn das Überleben zu hart wird und das Pixie anfangen muss, seinen Artgenossen gegenüber böswillig zu handeln, um die eigenen Überlebenschancen zu erhöhen. Dies kann das Stehlen von Nahrung, Obdach oder jeglichen anderen Diebstahl beinhalten. Mit jedem Mal beginnt es immer mehr, ein Gefühl der Freude beim Begehen dieser Taten zu empfinden. Sobald es ein bestimmtes Level erreicht, beispielsweise das Ermorden eines anderen Pixie, beginnt sein Schatten ein Eigenleben und das Pixie kehrt zu seinem normalen, harmlosen Zustand zurück. Eines ist sicher, wenn du jemals einen Gengar gefangen hast, liegt es auf der Hand, dass einem Pixie etwas Schreckliches zugestoßen sein muss. Vielleicht wäre es eine gute Idee, dies im Kopf zu behalten. Vor allem, wenn du dich wieder entscheidest, nach einem zu suchen.